Willkommen zurück zu Torschlag 3. Im Startmenü? Nein, ich habe auf Startmenü geklickt. So. Come on, das ist doch nicht euer Ernst. Ja. Ja. Willkommen zurück bei Torschlag 3. Wir dürfen erstmal alles wieder neu suchen. Weil ich klug war. Wir rennen hier jetzt einfach so durch. Also wir versuchen jetzt einfach hier das Gebiet zu finden, wo wir waren. Also ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal komplett mich durchzugrinden und alles hier aufzusuchen. Das war jetzt gerade sehr, sehr clever von mir. Sehr, sehr, sehr clever. Ups, das wollte ich auch nicht. Das war auch sehr clever. Das ist auch so richtig doof, dass der Button da unten zum, ich meine, das ist doch sonst auch immer so, dass man dann teilweise unten zwar auch den Beenden-Button hat, aber gleichzeitig auch irgendwie ganz unten dann auch wiederum den zurück zum Spiel-Button, ne? Aber nein, das hat man halt hier nicht. Ach, Mann. Das war wieder extrem clever. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier schnell... ...den Durchgang hier finden. Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen, weil ich halt so kompetent war. Da wünscht man sich teilweise noch dieses Feature von Torchlight 2, dass man, wenn man zumindest im Singleplayer spielt, dass irgendwie der Standort gespeichert wird auf der Map, aber... Selbst in Singleplayer ist das nicht so. Aber da oben ist schon das Fragezeichen, also. Ja, und wir werden da auch einfach durchwaschen. Und ich werde da jetzt nicht doch ewig das komplette Gebiet aufdecken. Das werde ich jetzt nicht machen. Na gut, also mit einer kleinen Verzögerung werden wir dann diesen Boss besiegen, denke ich mir mal. Ich glaube, das wird alles möglich sein. Level up. Ja, guck mal, haben wir noch ein Level Up gemacht. Wir haben auch ein Legendary bekommen, also warum nicht? Man kann sagen, doch, irgendwie hat sich das gelohnt. Nein, eigentlich so gar nicht. Weil das Legendary, was wir ja jetzt bekommen haben, ja auch scheiße sein wird, ne? Ja, ist es halt auch, ne? Ich meine, wir sind hier auf Stufe 11.
Und einmal abgegradet, also wenn es dann auf Stufe 12 ist, wird es mehr als 64 Verteidigung haben. Mehr als 68, würde ich mal aussagen. Ja, das. Ach ja, richtig. Mein Inventar ist ja voll vom Patch. Ach Mann. Frustrating. Ich wollte ja hier den Speer mal upgraden, ne? So, haben wir jetzt aber mal hier. Wir gucken mal. Hier ein bisschen was. Ah, nee, das gibt uns das natürlich hier nicht, ne? Himmlische Hose. Harmonieschaden um 50% erhöht. Das ist aber natürlich. Ich sag mal, so blöd ist das jetzt nicht, ne? Also, das ist im Grunde genommen im Endeffekt da, wo wir hinaus. Also, da, wo wir hinwollen. Natürlich nicht so das, was wir wollen, aber. Es ist auch nicht unbedingt komplett verkehrt. Oh, so einen tollen Schwerangriff, den wir jetzt noch nicht einsetzen, aber jetzt einsetzen. Wenn wir jetzt mal richtig schön Damage machen, ne? 5% mehr Damage ist 5% mehr Damage. Das ist mehr als 4% und ja, da kann niemand sagen, ich habe Unrecht. Weil das stimmt. Das ist einfach Fakt. Hasenportal! Ey, ich habe jetzt so keinen Bock nochmal auf Brummer. Das müsst ihr jetzt verstehen. Aber da wird einfach nur wieder Brummer sein. Das ist 5000 Mal den Brummer. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich will jetzt erstmal hier diese Scheiße wieder aufholen, die ich hier verbockt habe, weil ich hier zurück zum Hauptmenü gegangen bin. Deswegen gibt es jetzt mal keinen Phasenportal. So, Pet ist wieder da. Dann können wir nämlich das Pet gleich wieder losschicken. Ja, hier braucht man auch keine Angst zu haben, dass das Pet irgendwie, wenn man dann mal durch einen Durchgang geht, dass das wieder zurückkommt automatisch und nicht verkauft hat. Ne, wie das ja in Torchlight 2 der Fall war, dass es manchmal dann einfach passiert, dass ein Bug ausgelöst worden, dass dann das Pet ja da war, wo man es eigentlich weggeschickt hat. Problem ist einfach nur, dass irgendwie ich jetzt doch immer in diese Bedouille komme, wenig Mana zu haben. Unglaublich. Aber ist halt so, ne? Ich glaube, wir brauchen echt mal auch ein Fokus, der uns einfach mehr Mana gibt. Und die Mana-Regeneration einfach höher setzt. Das geht ja nicht, dass wir hier die ganze Zeit nur so wenig Mana haben. Oder verwendet unser Schild immer ein bisschen Mana. Ja, würde mich jetzt aber auch wundern. Stronger at every turn. I should smash them now, but it's been too long since I felt the thrill of a true battle. I may let this fruit ripen just a while longer. Oh, schnell durch hier. Ja, egal, ob wir jetzt ein paar Gegner überspringen.
Ja, schön, ne? Jetzt sind wir hier wieder, wo wir vorher waren, so ungefähr. Nur ein bisschen anders aus, aber eigentlich sind wir ja hier. Ja, wieder. Wenn wir jetzt nur wissen würden, wo jetzt noch der Übergang ist, dann wäre alles in Ordnung. Würde ich da sofort hingehen. Geh mal aus, hier ist er nicht. Ja. Wow. Krass kombiniert. Ah, da unten ist er. Okay, dann können wir uns mal so in die Richtung begeben. So. Na, ihr nervt. So, hey, Don. Don, Durchgang, Zugang, whatever. Als wären wir hier schon immer gewesen. Ach, Mann, ey. Don, Zugang. Okay. Dann wollen wir mal erstmal hier nochmal so. Oder sagen wir verkaufen auch gleich erstmal schon mal mit unserem Pet. Okay, schön, dass mein Teleport aber wieder mal nicht rechtzeitig triggert. Wie man es halt kennt. Aua. Oh, schön hier meine Lichtmagie erstmal hier aufladen. Diesen super krassen Modus hier aktivieren. Oh, es spawnt Gegner. Oh no.
Das wüsste ich aber, dass ich close to die bin. Ja, jetzt können wir so einen Travail-Posten. Und wenn Japan hin. Das ist ja sehr schön. Normalerweise wüssten wir jetzt auch schon, wo es weitergeht hier auf der Map, wo wir uns da befinden. Aber, da ich ja klug war und das Spiel einfach wieder ins Hauptmenü geschickt habe, wissen wir das jetzt leider nicht. Ein Streitkolben. Der mehr Schaden macht? Ich würde sagen, dann legen wir erstmal an. Ein Magier mit einem Streitkolben, der Feuerdamage macht, was für unsere Verhältnisse natürlich komplett dumm ist, aber ja, warum nicht? Ich meine, ist bestimmt voll praktisch und so. Ja, wir gehen jetzt einmal zurück in den Travail Posten. 17 Geld haben wir. Zeitlich gesehen würde ich sagen, um halt auch in dieser Folge dann auch das Gebiet abzuschließen, würde ich sagen, gambeln wir nicht. Ja, vielleicht Anfang nächster Folge, wenn ich das nicht vergesse. Gut, gut. Japa erzählt Geheimnis. Hinter dem Schleichen herum werden Freunde mit allen Monstern. Hinter dem planen Angriff auf Menschenfestung. Rahl hat große Bestie. Starkzahn. Starkzahn schläft im bewachten Pfad hinter versteckten Wasserfällen. Dämlicher Held muss Starkzahn überraschen. Jetzt geben Japa seine Sachen. Was General will? Wartet. Ich muss das kurz doch mal besprechen. Nicht so schnell. Klebstoff, Düngemittel, Feuerstein und Stahl? Das ist eine Bombe. Gib das her. So einfach entkommt mir Japan nicht. Jetzt müssen wir uns um diesen Starkzahn kümmern. Meldet euch zurück, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Und passt da draußen auf euch auf, Rekrut. Das sind beides Zweihandwaffen wahrscheinlich, ne? Deswegen bringt uns das alles nicht. Gern geschehen übrigens. Das ist auch kacke, ja. Der Helm. Eine Katze. Unser Pet ist. Unser Pet, ja doch, unser Pet eigentlich. Unser Pet ist zurück, ja. So, dann gehen wir mal schnell hier, damit wir hier nochmal zur Seelichtung kommen. Und dann, egal ob wir beim nächsten Mal dann von vorne anfangen oder nicht, keine Probleme haben werden, wieder so einen ewig weiten Weg zu gehen. Das war echt ein bisschen dämlich von mir. Wobei, ja, okay. Wir machen das so, wie ich aktiviere den Teleporter, damit wir hier relativ safe sind. Und dann gammeln wir nochmal. Back once forward hier übrigens. Wird ja sehr viel gemacht hier. Dann gammeln wir. Wobei, diese eine Mapwork-Karte, die will ich jetzt hier endlich mal loswerden. Machen wir das mal. Packen das in unsere Truhe rein. Dann können wir auch noch mal ein bisschen unser Goblin-Dings da upgraden, weil wir ja die ganze Goblin-Wut da haben. Dann gamblen wir noch ein bisschen, damit wir beim nächsten Mal dann vorbereitet sind. Dann sind wir ready. Oh, ich dachte, da würden wir sogar ein Level-Up machen, aber nee, nicht.
So, einmal bitte, wo haben wir das? Da, das bitte hier mal hier rein. Kommen diese Sachen hier. Ja. Da auch anpacken. So, dann einmal zurück nach Travail-Posten. Und jetzt gammeln wir noch mal ein bisschen, damit wir unser Geld mal loswerden. Ja. If you have money, I got gear. So, folgendes. Wir haben hier, welches Level sind wir nochmal? Das kann ich hier gar nicht sehen. Stufe 13, okay. Dann können wir natürlich eigentlich auch eine neue Waffe uns ergambeln. Wir eigentlich mal machen. Oder ein Fokus? Ja, wir haben erstmal einen Fokus. Ja. Kann man. Gibt ja aber nicht irgendwie eine Waffe, die Handschuhe. Ne, diese. Also, ne, der Handschuh ist jetzt keine Waffe, aber. Hier, da müssen wir Einhandwaffe wahrscheinlich nehmen, ne? Ja, da haben wir jetzt einen Streitkolben-Maus bekommen. Mit Eisschaden ist jetzt nicht so das Optimalste, aber das nehmen wir jetzt erstmal. Das ist Stufe 12. Das könnten wir erstmal nochmal lassen. Die Schultern könnten wir auch nochmal gamblen. Weg. Das weg. Okay, wir kommen nichts Besseres. Dann lassen wir die. Und wir gamblen dann auch noch mal Handschuhe. Das weg. Da geht ja noch ein bisschen mehr, oder? Ich meine 29. 31, komm mal. Ah, da haben wir ja was richtig Geiles. So, das nehmen wir. Und wir gamblen uns dann auch vielleicht noch. Na, das brauchen wir nicht. Das. Ja, Brustschutz. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf den Brustschutz. Okay, damit haben wir auch den Brustschutz. Ja, damit haben wir schon mal ein bisschen verbessert. Und damit würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter und gehen dann zum Goblin-Teich. Da sind wir ja jetzt. Da machen wir dann drei Sachen. Und dann sind wir auch schon durch. Also beziehungsweise Goblin-Teich, ne, dazu gehört auch dieser bewachte Pfad, ne, habe ich ja schon mal gesagt. Hier, der gehört da dazu. Da geht man dann über einen Wasserfall. Geht man dann, versteckte Wasserfälle, das glaube ich, geht man dann hier in diesen bewachten Pfad. Und da kommt dann, glaube ich, auch dieser komische Starkzahn. Der Boss, dieser Starkzahn-Boss. Den haben wir dann da. Und wenn wir den dann besiegt haben, dann geht es hier weiter mit noch zwei Gebieten, nämlich den Hexenplatz und dann die verschmälerte Leere, wo dann auch der Endboss-Kampf stattfindet von Akt 1. Und dann sind wir mit Akt 1 durch. Und dann machen wir Akt 2. Ich weiß, ein bisschen fies. Mag ich nicht so sehr, weil das hier dieses Giftgedöns ist und so weiter und so fort. Aber Akt 3 wird dann wieder ein bisschen schöner. Da sind die Gebiete auch teilweise ganz cool aufgebaut. Ja. So wird das sein.
Wir nähern uns dem Ende von Akt 1. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, das Startmenü bedeutet nicht, dass man das Menü hier schließt, sondern dass man sich komplett ausloggt und ins Startmenü zurückkehrt. Ne? Habe ich sehr gut gezeigt am Anfang der Folge. Haut rein. Tschüss.